Sodala, Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ich bin der Franconia. Jetzt gibt's gleich ordentlich fetten Roundhouse-Kick. Verrückte Zivi hat er gemahnt. Na Jungs. Schlaf gut. So, der Schein liegt verborgen in den Bergen. Nördlich von Balagre. Und da sind wir auch hier. Alla Balagrae. Ein Geheimnis in den Bergen. Ja. Ich hoffe, Praxila und die anderen sind wohl auf. Schaut aber nicht. Oh Gott, das ist noch. Da tümmelt sich auch noch einige rum hier. Du solltest dankbar sein, dass du jetzt Rom dienst. Und die Arbeit wird bald vorüber sein. Wir müssen seine Geheimnisse kennen, verschwiegen durch Praxis. Es ist einfach Forschung. Die Verbindung von Wissenschaft und Magie. Du bist nicht weiter als Darius Marionette. Wie fantasielos du bist. Aber warum solltest du den finden? So, Kettenwurf. Treib deinen tollwütigen Hund zurück, Praxila! So ein tollwütiger Hund. So, Melinda macht Kaffee zum Genuss. Wie Fantasie. Habe ich die getötet jetzt? Ja, tatsächlich. Ah. Sie war eine Heilerin. Ich schäme mich für sie. So. Ich befreie dich erstmal hier, meine Liebe. Die Priesterin, sie hat diese Menschen gefoltert. Sie war eine Heilerin. Ich schäme mich für sie. Ah, Saapachret! Imchane Hekemu! Natschalutepi! So, da oben sind noch welche. Wo rennt der hin jetzt? So, die möchte man natürlich auch noch befreien. Sehr schön. Ich würde diesen Ort zu Asche verbrennen, wenn ich könnte. Warte mal, hier können wir looten. Es gibt schreckliches Unheil hier, Bayek. Mir graut es vor dem Schicksal meiner Kyrenaika. Melita ja. War irre. Das Relikt, das Flavius auf dem Bauernhof benutzt hat, hat er auch hier verwendet. Als ich Krios fand, wusste ich es. Ich fühlte, wie es kratzte, sich in meinen Kopf grub. Das macht es. Heimtückisch wie ein Parasit. Kontrolliert die Köpfe der Menschen und macht uns zu Sklaven. Unser Schicksal gehört uns, Praxila. Dafür werden wir immer kämpfen. So, Melita. Danke nochmal für deine Gastfreundschaft, aber ich weiß wirklich nicht, wie du unter dem Pöbel in Balagrae leben kannst. Das ist doch nur eine Provinzstadt voller Bauern und Landeier. Es gibt nicht einmal ein richtiges römisches Bad. Der Wein war ganz ordentlich, aber das führe ich auf deinen exzellenten Geschmack zurück. Wenn Flavius das nächste Mal seinen Rat der Kyrenaiker zusammenruft, können wir unsere Gelage dann vielleicht in meiner Villa abhalten? Du musst unbedingt die mit Milch gefütterten Schnecken meiner Köchin probieren. Jetzt habe ich Schluck auf, Alter. Dein demütiger Diener, Leander. So, hast du was? Wir haben jetzt alles immer so schnell gemacht. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Wir versuchen mal zu looten hier, was noch? Alternativ, die Melita lassen wir mal da liegen. Gibt's hier noch was zum Looten? Jo, looten, sehr schön. So, hier haben wir dann tatsächlich aber auch nichts mehr. Doch, hier haben wir noch ein Schriftstück. Zur Wirkung der Sphäre von Vriva. Anscheinend handelte jeder Mann entsprechend der Begierden seiner Veranlagung und der Grenzen seiner Vorstellungskraft. Ich habe Kleitos gesagt, er wäre ein Huhn und soll am Boden zu meinen Füßen Körner picken. Stattdessen glaubte er, er könne fliegen und sprang kopfüber von der Tempeltreppe. Das Relikt macht einen also nicht zu einem geistlich großen Automaten, sondern er erweckt eine mächtige Illusion, von der man sich nicht mehr abbringen lässt.
In den richtigen Händen hat dieser Artefakt ein unermessliches Potenzial. An meinen treuesten Verbündete, Milita, du bist eine meiner zuverlässigsten Beraterinnen und deshalb vertraue ich dir etwas höchst Wertvolles an. Du bist meine einzige Vertraute bezüglich meiner Pläne für die Zukunft Roms. Die ewige Stadt wird wieder groß werden, doch Caesar ist vor Liebe zu dieser ägyptischen Schlange schwach geworden. Er kann uns nicht anführen, deshalb werde ich den Orden der Ältesten beweisen, wozu ich in der Lage bin. Ich zwinge dieses elende Provinznest in die Knie. Sie werden verstehen, was es heißt, einem Gott gegenüberzustehen. Und du wirst dabei an meiner Seite sein, Flavius Netellus. Und die wird auf jeden Fall nimmer bei dir rumgurken, du Depp, du Saubleder. So, wir looten mal hier die ganze Bagage. Und dann gehen wir mal wieder nach draußen, ne, wie es aussieht. Können wir hier nicht mehr großartig looten. Sorella. Ja, da hinten ist noch ein Typ, wie es ausschaut. Wir eskortieren es jetzt aber erstmal. Ich konnte Milita nicht retten. Nach dem, was sie getan hat? Ich hätte ihr selbst die Kehle aufgeschlitzt. Ich danke dir im Namen Balagrais. Das hätte ich nie von dir verlangt. Und deshalb helfe ich gern. Solange Freiheit noch etwas bedeutet. Hast du es nicht langsam satt, so oft Lebul zu sagen? Ein Teil von mir schon. Aber es ist Teil der Reise. Und auf dem Weg finde ich immer Hoffnung. Dein Land wird nicht sterben, Praxilla. Du bist seine Heilerin, seine Beschützerin. Eine Magi. Jetzt kommt unsere Zeit, um aus dem Wahnsinn herauszutreten, Bajek von Siva. Ah, das hat's doch schön gesagt, oder? So ein fauler Apfel. Die Quest haben wir abgeschlossen. Ich bin doch sehr begeistert. So, Speer der Kyrene, ja. Ist ja ganz okay, ist ja ganz nett. So, Ausrüstung. Schauen wir nochmal, Nahkampfwaffen. Ja, alles tatsächlich nicht mehr der Rede wert. Ein Schild haben wir noch bekommen und eine Distanzwaffe. Ja, brauchen wir alles nicht mehr. So, Krieger. Wir haben einen Erfahrungspunkt. Nehmen wir noch mit. Sehr schön. Dann nehmen wir die nächste Quest, die letzte Abwägung. Doch, die möchten wir verfolgen. Wir möchten sogar da schnell reisen. Komm, machen wir auch noch, Freunde. Schnell reisen. Zurück nach Kyrene. Und dann machen wir jetzt hier weiter mit der Hauptquest. Ich trinke erst nochmal einen Schlückler. Immer schön viel trinken, ne? Ich bin begeistert. So. Dann, wie gesagt, weiter mit der Hauptquest. Missionsziel in der Nähe. Und da sind wir ja schon. Gratuliere. So, Diokles kann in der Agora in Kyrene gefunden werden. Genau. Finde Flavius, der Sohn unseres Mörders. Und da haben wir ihn schon. Also nicht den Sohn unseres Mörders, sondern Diokles. Er kam mit einem Stock im Arsch aus Balagre zurück. Hat die Steuer fürs ganze Jahr verlangt. Als ich nicht zahlte, brannten sie meinen Hof ab. Und es waren sicher Leanders Männer. Meine Frau sagte, es bringt nichts, sich ihm zu widersetzen. Ich hasse es, wenn sie recht hat. Leander wird zahlen. Du hast mein Wort. So, dein Wort, Diokles. Pflügt das mein verbranntes Feld um? Bringt es meine Ziegen zurück? Ich hab genug von dir und diesem Land. Dein Wort. Pah. Und wie setzte dich unser höchst ehrenwerter Magistrat unter Druck, Ägypter? Praxilla sagte, du könntest mir helfen. Ich bin Bajek.
Na, da bin ich jetzt gespannt, ne? Der weiß, wo sich Flavius versteckt hält, dieses miese Schwein. So, ja. Ist doch so. Geht es ihr gut? So gut, dass jemandem gehen kann, dessen Land von Flavius geschändet wird. Ich folgte der Spur dieses Hurensohns von Siva hierher. Dann sind die Gerüchte? Wahr. Genau wie seine Kriegsvorbereitung. Noch ein Unterdrücker. Ägypten wird nie wieder Stabilität erfahren. Nur noch Invasionen. Flavius wird aus Ägypten ein großes Grab machen. Er herrscht von der Akropolis aus. Dort wimmelt es von Römern. Ich bete, dass die Würfel zu deinen Gunsten fallen, Bayek. Ich kenne seinen Schoßhund, den Magistrat Leander. Komm wieder, wenn du ein Freund von Kyrene sein möchtest. Hab Dank, Diokles. Mein Sohn soll endlich in die Gefilde der Binsen eingehen. So, Flavius ist in der Akropolis. Wir reden nochmal mit ihm. Ich habe alle Hände voll mit Magistrat Leander zu tun. Er ist überaus korrupt. Doch seine Bande mit Flavius macht ihn unantastbar. Dann zertrennen wir diese Bande. Leichter gesagt als getan. Er hat alle, die ihm gefährlich werden können, bedroht oder bestochen. Simonides könnte helfen, wäre er nicht so ein Säufer. Er war letzte Nacht in Leanders Villa, ist aber nicht zurückgekehrt. Ich könnte ihn suchen. Sehr gut. Ich werde mich an die anderen Magistrate wenden. Such in der Taverne oder im Bordell südwestlich der Arena nach unserem verschwundenen Freund. Wir treffen uns in meinem Haus. Es ist das mit der großen Terrasse an der Hauptstraße. So, neue Quest. Absolute Macht. Ist das eine Nebenquest? Man weiß es nicht. Wir gucken nochmal. Quest. Nebenquest. Ha, dann machen wir die doch als erstes. Dann machen wir doch als erstes noch vielleicht was. Hast du Simone das gefunden? Nee. Er schläft wahrscheinlich bei dem Bordell. Ja, dann gehen wir mal hin, ey. Dieser Glückspilz. So. So, wo wohnt der? Wo ist der Rassen? So, Missionsziel ist hier in der Nähe anscheinend. Na, da kommt der Freude auf, der kriegt mir Buff. So, nur noch die Frage, wie wir hier reinkommen. Ach, hier rein, okay. Da lichtet der Kerl. Naru? Bist du Simonides? Oh, mein Kopf! Was soll das Geschrei? Diokles ließ mich nach dir suchen. Sag ihm, ich wäre tot. Wir brauchen deine Hilfe. Mit Leander. Dieser Dämon ist für meinen benebelten Geist und meinen Durchfall verantwortlich. Bestimmt hat jemand meinen Wein vergiftet. Tut mir leid, aber ich muss dich mitnehmen. Bacchus und seine Nymphen seien verflucht. Dich schickt eine Rachegöttin zur Folter. Wenn ich auf dem Weg entschlafe, ist es deine Schuld. Wie ist dein Name, Quellgeist? Bayek. Ägypter? Ja. Diokles sagte, du hättest gestern Leander getroffen. Eine Feier in seiner Villa. Alles floss in Strömen. Wein, Frauen, Knaben. Das klingt... Iphtos verlor seine Toga. Lustig. Ja. Lustig? Entschuldigung. Eine Mission. Nur eine Mission. Hast du was herausgefunden? Simonides? Geht es dir gut? Nein! Verflucht, du Sohn des Re! Scheiße, wenn wir nichts verdreht, ne? So, wir gehen mal hier nach oben. Ach, wir können hier noch rüber, okay. Ja, ich weiß. Falscher Weg. So, dann sind wir hier richtig. Gratuliere, den können wir ja hier ablegen, den guten Mann. Dann können wir ja hier ablegen.
So, hallo Spiel. Dass die momentan immer so lang braucht, ne? Außer es kommt jetzt wieder eine aufwendigere Sequenz, aber... hat schon so Witcher-Style-mäßig, ne? Hat aber einmal ewig lange Ladebildschirm gehabt. Eieiei, so. So, oder hab jetzt. Hallo? Wie lange braucht denn der? Ist doch nicht jetzt normal, oder? Hallo, Spiel? Ne, Spiel, wenn's keinen Bock mehr hast, ne? Musst du das nur sagen? Das gibt's doch nicht, das ist jetzt schon zu lange schon fast, ne? Sag mal, hängt jetzt das Spiel oder? Hallo? Hallo? Ey, lang mache ich das nicht mit, ne? Das ist doch ein bisschen komisch hier, oder? Hallo? Das gibt's doch nicht, dass der jetzt so lang lädt. Das sind schon über 2 Minuten. Und sonst so? Ich habe ein bisschen Bauchweh, um ehrlich zu sein. Weil ich immer noch Tabletten fressen muss. Ich sag's dir. Gott, das sind schon 3 Minuten rum. Ich glaube, als das Video 15 Minuten war, gab es die Ding. Also irgendwas ist doch Ding. Schau mal, ich drücke alle Knöpfe, aber nichts geht hier. Spiel! Nein! Hoppitz, ich will Flavius eigentlich heute noch dran kriegen, ne? Hallo? Alter, das gibt's doch nicht, oder? Hallo? So lange lädt doch kein normales Spiel da. Ich bin kurz davor, nochmal neu zu starten, ne? Kurz davor, ihr Langel. Da tut sich aber echt gar nichts mehr, ne? Ich trau mich jetzt nicht eigentlich nochmal neu zu starten, weil ich jetzt hier wirklich nicht weiß, was da auf uns zukommt. Beziehungsweise nicht, dass es dann die Sequenz, die wohl jetzt dann vielleicht oder vielleicht auch nicht kommen wird. Ich hätte ja eigentlich schon dann in dem Let's Play eigentlich gezeigt. Ja,
Alter Schwede. Ich kann ja auch gar nichts drücken. Gar nichts. Muss jetzt wohl tatsächlich nochmal das Spiel jetzt beenden, oder was? Boah, Leute, das ist jetzt schon 5 Minuten so, ne? So, weißt du was? Wir schließen mal schnell. Und dann starten wir das Spielchen nochmal komplett von vorne. Oder nochmal neu, sagen wir es mal so. Und dann... ja, hoffe ich... hoffentlich hat er jetzt nicht eine blöde Situation. Ah, das wäre jetzt ärgerlich, ne? Das wäre jetzt ärgerlich, wenn wir jetzt das nicht da... Boah, Alter. Da kommt wieder alles dazwischen. So. Jetzt hoffe ich, dass der jetzt an dem Punkt gespeichert hat. Wenn wir nochmal was wiederholen müssen, das wäre mir eigentlich recht. Ich habe Angst, dass jetzt irgendwie eine Zwischensequenz, dass die dann fehlt. So, warte mal. Rolle wiederholen, so spielen. Wie lange spielt man jetzt eigentlich schon? So 196 Stunden, gratuliere. Ja, da kommt doch Freude auf. Jetzt hoffe ich, dass es nicht hängt, das Spiel. So. So absolute Macht, ihr könnt es unten lesen. Da sind wir ja aktuell dran. Ich hoffe, dass wir jetzt an einem guten Punkt, ja, weitermachen können. Auf geht's! Ach, verdammte, ich will den... Oder wir machen eine kleine, in Anführungsstrichen, kleine XXL-Folge. Das könnten wir eigentlich machen, oder? Die Folge ein wenig länger, kommt darauf an, ob wir Flavius jetzt heute irgendwie zeitnah doch noch irgendwie hinbekommen. So, findet den Magistrat Siminotis. So, dann machen wir halt das noch zu Ende jetzt hier. Und dann... ja, gucken wir mal weiter. Eps. Oh. Ach nee, da haben wir doch den guten Mann. Bist du Simonides? Oh, mein Kopf! Was soll das Geschrei? Okay, das können wir. Diokles ließ mich nach dir suchen. Komm, wir überspringen es mal. Wie ist dein Name, Quellgeist? Bayek. Ägypter? Ja. Diokles sagte, du hättest gestern Leander getroffen. Eine Feier in seiner Villa. Alles floss in Strömen. Wein, Frauen, Knaben. Das klingt... Iphtos verlor seine Toga. Lustig. Lustig? Eine Mission. Nur eine Mission. Hast du was herausgefunden? Simonides? Geht es dir gut? Nein! Verflucht, du Sohn des Re... So, ich hoffe jetzt natürlich, dass es jetzt funktioniert. Drückt die Daumen, Freunde. So, wir legen den guten Mann ab. Ich will nicht wissen, wo du ihn gefunden hast, Bayek. Auf der Straße. Das Bordell muss umgezogen sein. Hast du in Leanders Villa etwas finden können? Papiere, Bestechungsbelege, Veruntreuung. Seine Wachen fassten mich, bevor ich etwas mitnehmen konnte. Ich konnte sie überzeugen, dass ich volltrunken war. Welch Kunststück, Simonides. Die Beweise sind da und ich muss sie nur holen. Wir stünden ewig in deiner Schuld.
Doch warum setzt du dein Leben für uns aufs Spiel? Wer seine Macht missbraucht, soll gestürzt werden, damit das Volk nicht mehr unterdrückt wird. Ägypter wie Griechen. Ah, gut gesagt. Unser Freund Bayek erinnert mich an Cicero. Die Villa liegt im Osten, umgeben von Weinbergen. Wir versammeln die anderen Magistrate im Tempel des Apollon. Suche uns dort auf, wenn du Beweise hast. Fortuna segne dich, mein Freund. Natürlich, so Leander, die größte Villa in der bäuerlichen Umgebung. Willst du mich erneut quälen? Nee. Geh, mein Freund, geh! Hoffentlich kann ich Simone das ausnüchtern, bevor wir auf Leander treffen. Ja, das hoffe ich auch. So, wir machen hier, denke ich mal. Da haben wir Leander, da hinten ist Leander. Hier machen wir eine Schnellreise hin und dann besuchen wir den guten Mann morgen mal. Wir machen hier eine Folgenpause. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sehen uns dann wieder morgen. Macht's gut, ciao. Euer Franconia. Servus, Leander.